Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part Resident Evil 2. Ja, wir haben im letzten Part, haben wir uns hier so ein bisschen, ja, Polizisten-like durften wir uns dann anziehen, weil wir einen anderen Polizisten getroffen haben. Wir wissen, wie wir hier theoretisch rauskommen, nur wir müssen alle Ingredients noch zusammensuchen. Jetzt haben wir am Ende des letzten Parts hier den Schließfachraum entdeckt, der nette Gimmicks für uns hat, aber es fehlen ein paar Tasten, die wir noch suchen müssen, damit wir hier... Hi, vorbeikommen. Genau. Ich wollte mich jetzt hier noch weiter umgucken, bevor wir in den einen Raum laufen, weil wir haben nämlich einen Film gefunden. Ein nicht entwickelter Film, darauf steht Erinnerung. Und ich hatte gesehen auf der Karte, dass es hier eine Art Dunkelkammer gibt. Oh, hier ist noch eine Treppe. Oh, das ist nice. Das nehmen wir mal mit. Ich würde sagen, wir machen damit gleich mal das Fenster hier zu. Ich habe nämlich keinen Bock, dass mir die dann entgegengenutzt kommen, obwohl ich die Bretter eigentlich für andere Fenster nutzen wollen würde. Aber haben es besser als brauchen. So, das nehmen wir mal mit. Dann gehen wir mal hier rein. Das müsste L-Dunkelkammer sein. Was haben wir hier? Munition. Munition nehmen wir doch immer gerne. Schießpulver. Okay. Wenn du zwei Einheiten davon kombinierst, erhältst du Pistolenmunition. Ja, das ist ja nice. Was haben wir hier? Na, lass es mich lesen. Heilwirkung von Kräutern. Okay. Ja, seit Anbeginn der Zeit behandeln die Menschheit Krankheiten mit Heilkräutern. In diesem Buch stellen wir drei dieser von den Arklay-Bergen heimischen Kräuter vor. Grüne Kräuter heilen einfach Verletzungen, während blaue Kräuter seit langem als Gegengift eingesetzt werden. Was das rote Kraut betrifft, so sieht es zwar schön aus, besitzt jedoch keine Heilwirkung. Zumindest dachte man das bislang. Es ist allgemein bekannt, dass man durch die Kombination von Heilkräutern Mixturen erhält, die deren Wirkung steigern, und wie wir herausgefunden haben, spielen die roten Kräuter dabei eine zentrale Rolle. Einem Doktor der asiatischen Medizin zufolge erhält man durch die Mischung von blauen und roten Kräutern eine Mixtur, die die Konstitution stärkt. Tatsächlich stehen wir gerade erst am Anfang der Forschung des wahren Potenzials dieser Kräuter und ihrer Heilwirkung. Weitere Forschung dürften noch faszinierendere Ergebnisse hervorbringen. Okay, also rot und blau stärkt die Konstitution. Das ist natürlich nice. So, jetzt haben wir hier erstmal eine Kiste. Da würde ich mal. Ne, können wir gucken. Wir gucken erstmal. Gucken erstmal, was wir hier noch so haben. Film ist Beweismaterial, nicht liegen lassen. Rotes Kraut. Kombinieren. Gemischte Kräuter. Perfekt. Okay. Da könnte ich jetzt benutzen. Erinnerungsfoto. Und das bringt mir jetzt was? Okay, ich habe jetzt einen Film entwickelt, der mir jetzt genau was sagt. Löwenmedaillon erhalten, das habe ich doch. Aber was? Ja gut, okay. Wir nehmen das mal so mit. Ich parke das mal hier. Das Schießpulver behalte ich erstmal. Und wir speichern mal. Und dann würde ich sagen, gehen wir, bevor wir die Treppe hochgehen, dann mal in das Büro und gucken, ob wir da reinkommen. Ja, du kannst da gegen ein Fenster ballern, wie du möchtest. Du kommst da nicht rein. Ich hab's vernagelt. Auch wenn ich eigentlich erst andere vernageln wollte, aber gut. Der sieht auch aus, als wäre der bald lebendiger, als mir lieb ist. Perfekt. So, kann ich das jetzt zusammenführen? Ja, nice. Perfekto. Gut. Was haben wir hier? Schießpulvernutzung. Schießpulver ist Pistolenmunition, Schießpulver und hochwertiges Schießpulver gelb sind Flintmunition und zweimal hochwertiges Schießpulver 11M.
Also die merken nur Munition. Das ist schon mal cool. Auf der Polizeistation wird langsam die Munition knapp. Setzen Sie jedes bisschen Schießpulver klug ein, das Sie auftreiben können. Verschiedene Waffen benötigen verschiedene Munition. Passen Sie also beim Kombinieren auf, dass Sie auch die benötigte Munition erhalten. Das finde ich mega cool. Dann ist man nämlich nicht nur auf das angewiesen, was man findet, sondern kann es halt auch selbst sich zusammenbasteln. Das finde ich nice. Okay, der hier sieht schon wieder sehr tot aus. Hüa, ich wusste es. Scheiße. Okay, das war, glaube ich, das Geräusch für, er ist wirklich tot, oder? Ich hoffe es doch. Ich hoffe doch, dass es das Geräusch war für, er ist wirklich tot. Marvin. Rita. Und er hat keinen Namen. Okay. La, la. Oh, hier ist noch was. Erster Einsatz des Anfängers. Leon S. Kennedy, Sie bekommen als erster Fall etwas Besonderes im Auftrag. Öffnen Sie Ihren Schreibtisch. Der Schlüssel zum Erfolg versteckt sich in den Initialen unserer Vornamen. Geben Sie die Buchstaben in der Reihenfolge unserer Schreibtische ein. Es gibt zwei Schlösser. Ein pro Schreibtischseite. Öffnen Sie beide. Ihre erste Aufgabe besteht im Grunde darin, sich die Namen Ihrer Kollegen einzuprägen. Aber das haben Sie ja schon selbst gemerkt, oder? Viel Erfolg, Leon. Es kann übrigens etwas Arbeit erfordern, aus Scott eine direkte Antwort herauszufinden. Lieutenant Branningham. In einer Ecke zwischen Blutflecken gekritzelt. Sei froh, dass du nicht hier bist, Anfänger. Okay. Gut. Ach, süß. Welcome, Leon. Okay. DF. II. Und hier fehlt das Namensschild. Ne, da steht es. NC. NCEE. Ich lese erstmal einen Einsatzbericht. 28. September, 2:30 Uhr. Außer mir sind nur noch drei andere übrig. Keine Waffen, keine Munition und zu viele Scharmützel haben uns geistig und körperlich ausgelaugt. Wir werden es nicht schaffen. Officer Phillips hat vorgeschlagen, durch die Kanalisation zu fliehen. Hier soll es noch einen Tunnel aus den Zeiten des Museums geben. Haben wir ja gesehen auf dem Bild. Ich habe Ihren Vorschlag zunächst abgelehnt, aber jetzt klingt er ganz gut. Es gibt zwar keinen Beweis für den Tunnel oder dafür, dass die Kanalisation nicht auch zombieverseucht ist, aber ich will hier nicht rumsitzen und auf den Tod warten. Ich werde versuchen, mehr über den Tunnel herauszufinden. Elliot Edward. Okay, also wir haben N, C, E, E und D, F. Warte mal, was? Vornamen oder Nachnamen? Vornamen. Also, was hatten wir jetzt hier als Vornamen? N, E, D. N, E. Das ist schon mal offen. Gut, dann brauchen wir jetzt nur noch die anderen. Das wird wahrscheinlich nicht so leicht sein. M. R. Ja, und hier fehlt da. G. M. R. G. R. M. So rum. Ja, G. So rum wahrscheinlich. Check. Das war nämlich andersrum. Verarsche. Oh, ein erweitertes Magazin für Mathilda. Das ist natürlich nice. Können wir das jetzt. Spezialzubehör für die Mathilda. Das ist die Magazinkapazität auf. Nice. Okay, kombinieren. Check. Mathilda hat jetzt ein erweitertes Magazin. So lobe ich mir das. So lobe ich mir das. Du siehst auch schon wieder tot aus. Beziehungsweise. Wieso steckt denn der so viel ein? Kann ich den jetzt totgetreten? Hängt an mir dran. Können wir das. Da war's. Das Platschgeräusch. Nice. Okay, hier ist nochmal ein Trank.
Tresor, für den mir der Code fehlt. Okay, von da sind wir gekommen. Hier ist der Eingangsbereich, würde ich sagen. Ja, dann werden wir jetzt wohl leider mal hier rauf müssen. Ich will nicht. Hier komme ich aber auch nicht weiter. Okay, also hier brauche ich auch diesen wunderbaren Schlüssel. Dann würde ich sagen, bleibt uns jetzt gerade auch nichts anderes übrig, als dass wir die Treppe raufgehen. Yay! Ich freue mich. Ja, Leon, ich finde es auch alles andere als glanzvoll, was wir gerade tun. Da haben wir Gott sei Dank vernagelt. Das heißt, da kann mir jetzt keiner groß auf den Sack gehen, was ich richtig gut finde. Du siehst auch wieder. Nehmen wir mal mit. Kann ich dich messern? Da sind ja noch mehr. Was zum? Lauf, lauf, lauf. Wir laufen ein Stück runter. Wieso kann ich die denn eigentlich nicht tot treten? Hier, der ist Machi und ist sie jetzt auch Machi? Nee, sie ist nicht Machi. Warum wusste ich das? Ist sie jetzt Machi? Jetzt ist mein Messer kaputt, aber sie ist, glaube ich, Machi. Na, herzlichen Glückwunsch. Das war jetzt vielleicht dumm. Warum gehen die Messer eigentlich kaputt? Ich finde das unfair. So, wir sind jetzt bei 2F. Gucken wir uns jetzt erstmal 2F an, würde ich sagen, oder? Gucken wir mal so, was auf Männerklo so abgeht. Ein Messer wäre nice, Leute. Was ist das? Tragbarer Tresor, okay. Den gucken wir uns gleich an. Anleitung für tragbaren Tresor. Drücken Sie einen Knopf, um die entsprechende Lampe anzuschalten. Schalten Sie alle ein, um den Tresor zu öffnen. Die Knöpfe müssen in einer bestimmten Reihenfolge gedrückt werden. Wenn Sie einen falschen Knopf drücken, gehen alle Lampen aus und Sie müssen wieder von vorne anfangen. Na toll. Gucken wir erstmal hier nach. Nichts. Oh. Flintenmunition. Geil. Lassen wir hier erstmal noch stehen. Obwohl, ich könnte sie mitnehmen und in unsere Kiste tun, ne? Da ist ein Schloss. Okay, uncool. Uncool. Okay, wir kümmern uns erstmal um den tragbaren Tresor. Ja, Objekt untersuchen. Das habe ich. Kleiner tragbarer Tresor. Okay, der war es nicht. Müssen wir einfach nur merken, okay, das ist der Knopf da oben. Das ist der da. Das ist ja auch nicht. Okay, das ist der. Check. Also so. 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 Okay, das ist der da. Das ist der da. Und das ist der. Okay, check. Also so. Nein. So. 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 Ah, falscher. Also, die laufen in der Reihenfolge. Ist eigentlich egal, wo man anfängt. Ja, voll gut.
Es ging schneller, als ich dachte. Oh. Das ist ein Knopf. Ersatztaste kann ich nehmen für was auch immer. Geil. Easy. Ja, da kümmern wir uns dann später drum. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal runter zu unseren. Ja, haha, Kumpel, siehst du, das wäre es nämlich gewesen. So, wir gehen jetzt erstmal hier rein und legen die Flintenmunition ab. Und dann gehen wir zu den Schließfächern und gucken mal, was es da für uns zu holen gibt. Was jetzt am meisten Sinn macht. Also wir können die 2 oder die 3. 3 wäre natürlich geil, weil da ein neues Messer drin ist. Was gibt's denn? Aber 2, wenn ich die 2 nehmen würde, könnte ich halt so viele coole Dinge bekommen. Verdammt. Ja, wir machen mal benutzen. Achso, ich. Ja doch. Machen wir es mal so. 1, 0, 2, Enter. Oh nein, ich wollte es auf die 3 setzen. Oh nein. Kann ich den dann nochmal rausnehmen? Verdammt. Das war, jetzt habe ich natürlich Kacke gebaut. Ah, das war nicht mein Plan, Leute. Das war jetzt dumm. Dann können wir jetzt aber die 208 aufmachen. Ach, das war dumm. Aber egal, passiert. Weil ich rede dann auch die ganze Zeit von, dass ich doch die 3 nehmen will und ich bin einfach zu blöd und vergesse es. Naja, gut, egal. Weil die 3 hätte uns halt wirklich gut geholfen. Aber gut. Dann ist es jetzt so. Und dann bringen wir das jetzt zurück. Vielleicht finden wir dann ja zügig auch noch den anderen Knopf. Wäre natürlich nice. Aber wahrscheinlich nicht. Und ich habe es jetzt einfach verkackt. Dö, 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 dö. Dö, dö, dö. So, das tun wir jetzt hier auch mal in die Kiste. Das, nee, warte mal. Ja, doch, das Schießpulver tun wir auch mal in die Kiste. So. Genau, einen Schießfachraum haben wir noch nicht. Büro, Westseite, Tresor, den haben wir halt auch noch nicht. Da oben, was ist das? Kombinationsschloss, Ventil. Achso, genau, da können wir noch weiter. Da kommen wir aber noch nicht. Ins Wartezimmer ist auch noch ein Tresor. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal nach oben in den Duschraum. Ich bin auch froh, dass ich dieses Fenster vernagelt habe, ne? Ich bin richtig froh, dass ich das Fenster vernagelt habe. Auch wenn ich gerne. Oh nein, das war dumm. Ach, das wollte ich nicht. Ich wollte doch das. Ach, kann ich nicht weiter. Okay. Es wäre halt nur die Frage. Hier haben wir halt auch so ein. Na gut. Ich denke, das kriege ich so schnell nicht raus. Ja, dann müssen wir halt noch eine Etage nach oben gehen. Nützt ja nichts, ne? Auch wenn ich nicht so viel Bock drauf habe, hier nach oben zu gehen. Aber sonst komme ich anscheinend nicht weiter. Munitioner, give it to me. Okay. Hier ist auch noch ein Schloss, von dem ich keine Ahnung habe. Oh, was denn hier passiert? Halleluja! Oh, wir haben den Schlüssel. Nice! Das ist der pikförmige Schlüssel. Perfectly. Das ist cool. Oh Gott, wo bin ich hier eigentlich gelandet gerade? Was zum? Was zum ist die richtige Fragestellung, mein Lieber?
Was zum ist tatsächlich die richtige Fragestellung? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das creepy, die Puppe? Okay, wir nehmen das Brett mal mit. Achso, Bretter mitnehmen. Ja. Oh mein Gott, ist das eklig. Was bist du? Schießpulver, okay. Ibebe. Oh Gott. Alter. Und der Dachboden ist totally creepy. Also ich habe keine Ahnung, ob das hier ein Dachboden ist, aber es fühlt sich an wie ein Dachboden. Kann ich jetzt noch mehr Munition mitnehmen? Nice. Okay. Ist das creepy? Was ist das? C4. Okay, dafür brauche ich also noch irgendwie einen Zünder oder so. Damit wir das hier sprengen können. Anonyme Notizen. Diese Konzernwichser haben mir den Geldhahn abgedreht und das nach allem, was ich für sie getan habe. Aber wenn es unbedingt sein muss, werde ich mir noch etwas Spaß gönnen, während die Welt den Bach runtergeht. Ich habe die Dreckschweine in einen mit C4 präparierten Stahlpferch gesperrt. Wir müssen ihn nur noch zünden, dann war's das mit denen. Aber wenn es zu so schnell geht, macht es keinen Spaß. Vielleicht werde ich mit diesem einen durchgedrehten Spinner ein kleines Spielchen veranstalten. Ja, vielleicht gebe ich ihm ein kleines Spielzeug und sage ihm, töte deinen Nachbarn, dann verschone ich den Rest, was er dann wohl macht. Du schreist was von Gerechtigkeit und Stolz, aber wie oft hast du dich bitte mir, deinem Vorgesetzten, schon widersetzt? Ja, du warst so ein guter Bulle, so gut, dass du sterben musstest. Mann, bringt das Spaß, fehlt nur noch Musik. Alter, sind die Psycho. Ist es etwa eine Tasche? Eine Gürteltasche? Ein kleiner Beutel mit einem zusätzlichen Gegenstand tragen kann. Ja, nice. Cool. Ich habe ein größeres. Halleluja. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ach du Heilige. Was ist das? Ach so, das ist die explosive Barrikade. Und da ist das Kombinationsschloss. Wo bin ich denn jetzt in der Bibliothek, Alter? Ob ich es glaube? Nein. Naja, gut. Nützt nichts. Nützt nichts, Leute. Also eigentlich war ja mein Plan, hier gleich irgendwie Feierabend zu machen, aber vorher. Leon, Marvin hier. Komm so schnell wie möglich zurück. Alles in Ordnung, Marvin? Ich möchte dir was zeigen. Ist okay. Wichtig. Verstanden, ich bin sofort da. Okay, hier unten sind irgendwelche Leckerschmecker-Zombies. Oh Gott. Ich glaube, das musste so passieren. Oh mein Gott. Nee, lass mich nicht beißen. Lass deinen Kopf. Liebes, danke. Oh mein Gott. Autschi. Okay, wir haben ja Gott sei Dank ein bisschen was dabei. Okay, hier ist ein Wagenheber. Da brauche ich also noch so ein Schnupsi-Teil für. Das Ding kriege ich so bewegt, glaube ich, ne? Huhu! Nee, ihr müsst doch jetzt nicht nochmal aufstehen. Echt nicht. Scheiße. Echt nicht. Ich brauche einfach zu lang zum Zielen. Was zum? Ey, haben wir es jetzt langsam? Ach so, gedrückt halten, ne? Ah.
Passt das? Ah, sieht so aus, ne? Okay, und die kann ich dann bewegen. Da ist noch eine Leiter für nach oben. Check. Oh mein Gott. Das war so unangenehm gerade. Wie unangenehm es einfach war. Ja, nice. Wir haben wieder ein Kampfmesser. Perfekto. Was ist das? Ein rotes Buch. Okay, zerschlissenes altes Buch. Da, meistens ist ja in Büchern irgendwas drin, ne? Ein Plastikteil in der Form eines Buches sieht so aus, als wäre es einmal von einer Hand gehalten worden. Oh, ja, das gehört in... Ich weiß, wo es hing. Also ich weiß, das hat was, glaube ich, mit diesem Bild zu tun, was wir da hatten. Du bist hoffentlich richtig tot. Na, oh, ich wusste es. Ja, es ist. Er hat vollkommen recht, das ist richtig irre. Bist du jetzt tot? Das war's, jetzt ist er tot. Der Klops hier braucht ein bisschen länger anscheinend. Okay, der ist jetzt auch richtig tot. Nice. Ich will halt mich mit denen halt auch echt nicht so viel rumärgern, ne? Lebst du noch? Okay, du bist jetzt auf jeden Fall tot. So, kann ich hier durch? Ja, kann ich. Oh, hier ist das Pferd. Perfekt. Okay, Schießpulver können wir kombinieren. Haben wir Munition? Können wir kombinieren? So, dahin. Check. Was ist das? Ah, eine Karte fürs obere Stockwerk. Perfekt, das ist das Büro. Oh, nice. Okay, was hatten wir denn bei dem Pferd? Notizbuch da. Fisch, Skorpion und Krug, irgendwie so. Fische, Skorpion und irgend so ein Krug. Nice. Geil. Das Einhornmedaillon. Perfectly. Achso, nee, das wollte ich mitnehmen. Die Bibliothek ist halt, da brauche ich den Wagenheber. Dann gehen wir jetzt mal hier weiter, würde ich sagen. Und eigentlich wollte ich aufhören und speichern. Das wäre jetzt die Frage. Ja, okay, wir laufen. Ich gehe einmal zurück. Ich gehe einmal zu meinem Speicherraum, damit ich speichern kann, weil ich würde den Part dann nämlich auch an dieser Stelle beenden wollen. Wie ging es hier runter? Nee, nicht hier. Da vorne ging es runter. Und dann machen wir nämlich beim nächsten Mal hier weiter. Ich schreibe mir das auch auf, damit ich das nicht vergesse. Nee, hier nicht. Da ging es runter. Mein Gott, kompliziert hier. So. Genau, hier lang. Und dann gehen wir jetzt zwei Etagen runter. Und dann können wir speichern gehen. Das ist doch mal was Nettes. Und dann würde ich den Part, wie gesagt, an dieser Stelle auch gleich beenden wollen. Ich guck mal kurz, ob wir irgendwas haben, was wir in unsere Kiste legen können. Das... Wir haben halt nur zwei Plätze. Ich würde sagen, wir legen das Buch mal erstmal weg. Genau. Genau. Ich speichere jetzt und dann würde ich mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei wärt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, schaut gerne vorbei, guckt euch gerne meinen Kanal an, schaut in die anderen Projekte rein. Und dann sehen wir uns morgen. Bis dann. Tschüss.